hier sind wir am Strand von Nimmersatt, wo das Deutsche Reich ein Ende hat. Nimmersatt, wo das Reich ein Ende hat, das letzte deutsche Gebäude. Jetzt in litauischer Hand. Nimmersatt Strand wahrscheinlich. Hier, der rote Punkt, da sind wir. Die nordöstlichste Ecke vom Reich Nimmersatt, wo das Reich ein Ende hat. Das bei Immersatt in Nimmersatt, wo das Deutsche Reich sein Ende hat. Ja, liebe Freunde, jetzt fragt ihr euch, was ist das? Ja, das ist das Kurhaus Nimmersatt, heute in Litauen, Nemirseta. Als ich hier schon mal vor 8 oder 9 Jahren war, gab es das Gebäude noch. Das ist sehr schade. Vom Schlagbaum nicht zu sehen, aber da zwischen den beiden Schildern war der Schlagbaum. Und wird es bald wieder sein? Mal schauen. Und da drüben war dann Schlagbaum zum Russischen Reich. Schlagbaum heißt das ja witzigerweise auf Russisch. Ja, und was war hier? Der nördlichste Punkt des Deutschen Reiches. Jawohl! Thank you.
Das Memelland war der einst nordöstlichste Teil Deutschlands. Es lag über 600 Kilometer von der heutigen Grenze entfernt und stellte den nördlichsten Teil der historischen Provinz Ostpreußen dar. Bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges herrschte im Memelland eine deutsch-litauische Mischkultur vor. Die Litauer, die in diesem Gebiet lebten, waren jedoch lutherische Protestanten, die traditionell eine sehr starke Bindung mit Preußen und Deutschland empfanden. Ihre Alltagssprache war in der Regel der lokale litauische Dialekt, Amts- und Kirchensprache hingegen Deutsch. Die großen Städte der Region, wie die Hauptstadt Memel, Ordenswalde oder auch Heidekrug, waren hingegen überwiegend deutschsprachig. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde das Memelland zum Unverständnis der Memelländer unter die Verwaltung des Völkerbundes gestellt, danach von Litauen annektiert und mit dem Zweiten Weltkrieg schließlich wieder ein Teil von Deutschland. Während des Zweiten Weltkrieges wurde das Memelland von der vorrückenden Roten Armee schwer verwüstet und seine Einwohner, sowohl ethnische Litauer als auch ethnische Deutsche, wurden deportiert und vertrieben. Viele Deutsche, die heute jedoch litauische Nachnamen haben, stammen häufig von litauischen Memelländern, die nach dem Krieg flüchteten, ab.